Sonntagmorgen, irgendwo im Gantrisch-Gebiet. Lea weiß nicht mehr so genau, wie ihr letzte Nacht geschah. Sie war an einer Party mit ihren Freunden von der Schülerband. Und in einer Höhle war sie und traf dort Helva. Helva, die Wächterin vom Gantrisch. Lea hat ein Blackout. Was sie nicht weiß, ihre Freundin Isa ist im Spital, weil sie von Leas Zaubertrank probiert hatte. Ja, Zaubertrank. Sie wäre halt gerne eine Zauberin. Lea weiß, dass die Ärzte Isa nicht helfen können und dass sie das selber in die Hand nehmen muss. Doch so einfach ist das nicht.